Sprachmodelle wie ChatGPT liefern ihren Nutzerinnen und Nutzern eine breite Anzahl an verschiedenen Einsatzszenarien, bei denen sich durch den Einsatz dieser Systeme Arbeitsaufgaben erleichtern und beschleunigen lassen. So könnte eine Lehrkraft das System nutzen, um eine Unterrichtsidee zu generieren, diese Idee direkt in ein Arbeitsblatt umsetzen und die Schülerantworten am Ende durch das System bewerten lassen. Die Schülerinnen und Schüler wiederum könnten diese Aufgaben mit einem privaten Account durch ChatGPT komplett lösen lassen und der Lehrkraft zurückgeben. Ein solcher Zyklus aus Aufgabenstellung, Lösung und Bewertung allein durch ein System wie ChatGPT kann allerdings als Bullshit-Zyklus angesehen werden, da dort allein die KI die Arbeit erledigt hat. Das Wort Bullshit wird in diesem Fall metaphorisch verwendet. Es bezieht sich auf Inhalt oder Aussagen, die wenig oder gar keinen Wert haben und oft übertrieben oder irreführend sind. Ein Fallbeispiel: Ein Lehrer fragt ChatGPT nach praktischen Ideen für den Informatikunterricht zum Thema Tiefensuche. Das Tool gibt verschiedene Vorschläge aus und der Lehrer entscheidet sich für eine Programmieraufgabe, in dem die Schülerinnen und Schüler die Tiefensuche an einem Sudoku-Puzzle anwenden sollen. Das Sprachmodell erstellt dann eine Aufgabe mit drei Teilen für die Lehrkraft. Der Lehrer stellt dann die Aufgabe im Unterricht. Doch einige Schüler haben Schwierigkeiten mit der Aufgabenstellung. Sie kommen auf die Idee, ihren privaten Zugang zu ChatGPT zu nutzen, um die Aufgabe zu lösen. Der Lehrer bekommt 30 Einzelabgaben, die Korrektur ist aufwendig. Um es sich einfacher zu machen, kommt die Lehrkraft auch hier auf die Idee, den Chatbot die Arbeit machen zu lassen. Obwohl die Aufgaben sowie die Antworten beide durch ChatGPT erzeugt wurden, können bei der Korrektur Fehler übersehen werden. Dieses Phänomen beschreibt der Bullshit-Zyklus. Im Unterricht hat kein Mensch eine Leistung erbracht, es wird nur Bullshit verteilt und bewertet. Um das zu vermeiden, muss immer ein Mensch in diesem Zyklus sein. ChatGPT sollte daher bewusst und mit Vorsicht genutzt werden.